Am Vogtlandtheater Plauen ist seit dem 9. März William Shakespeares Tragödie Romeo und Julia zu sehen. Noch immer behauptet sich das Stück als die Liebestragödie der Weltliteratur auf den Spielplänen der Theater. Romeo und Julia erzählt die Geschichte der großen Liebe zweier junger Menschen aus den verfeindeten Familien Capulet und Montagu. Ihr leidenschaftliches Gefühl, das sich über alle Hindernisse hinweg behauptet und trotzdem in einer Welt, die von Schwarz-Weiß-Denken geprägt ist, nicht existieren kann, vereint die beiden erst im gemeinsamen Tod für immer. Shakespeare beschreibt aber auch den tödlichen Hass von Jugendlichen, die die Liebe bereits verloren haben und ihre Gefühle nur noch destruktiv einzusetzen in der Lage sind. Die große Wirkung von Romeo und Julia resultiert aus der Vereinigung der unendlich zarten und poetischen Liebesgeschichte einerseits und frechem Humor, Witz und derben Zoten in ihrer Umgebung und Gegenwelt andererseits. Ralf-Peter Schulze aus Weimar, der dem Plauener Publikum schon aus seinen Inszenierungen des Anti-Drogen-Stückes Kissing God und des letzten Weihnachtsmärchens bekannt ist, hat Regie geführt. Die Ausstattung hat Christian Panzer, ebenfalls Gast aus Weimar, übernommen. Die Inszenierung versteht sich als Auseinandersetzung von heutigen Menschen mit dem Klassiker Shakespeare. Dabei soll weder eine historische Ausstattung noch eine direkte Übertragung ins Heutige die Vielschichtigkeit des Textes einebnen. Vielmehr bleibt das Geschehen eine Theaterwirklichkeit, die den Freiraum hat, sich verschiedenster Mittel und Spielmöglichkeiten zu bedienen. Die Rolle der Julia hat Katrin Heinke übernommen. Josua Bessmens ist als Romeo zu sehen. Die nächsten Vorstellungen sind am 13. und 14. März, jeweils um 19:30 Uhr und am 30. März um 14:30 Uhr.